Detektivischer Schaffen hat festgestellt, dass es einfach nur ein dummer Windows-Tone war. Haha. Dann müssen wir sie also rauslocken. Genau. Shepard, Sie lesen meine Gedanken. Der VIP-Bereich des Afterlife scheint Ihr bevorzugtes Jagdgebiet zu sein. Sie müssen dort alleine und unbewaffnet hingehen. Wieso immer ich? Und wieso unbewaffnet? Ich gehe da ohne Waffe und Verstärkung rein? Ich werde das Ganze aus dem Schatten heraus beobachten, Shepard. Sie werden niemals alleine sein, das schwöre ich. Aber Sie dürfen nicht mit Waffen und Soldaten reinplatzen. Maurice ist viel zu gerissen, sie würde einfach verschwinden. Die Aktion muss subtil und raffiniert sein. Kann sie denn schneller laufen als eine Kugel? Och, Menno. Na gut, da bin ich also der Köder. Sie wird auf mich zukommen. Sie können Maurice rauslocken. Wenn sie mich sieht, wird sie mit Sicherheit fliehen. Aber Ihnen kann sie nicht widerstehen. Sie sind auf dem Schlachtfeld ein Künstler. Sie strahlen diese Lebenskraft aus, die sie anzieht. Ihre Kraft wird sie anlocken. Ach, ein Künstler auf dem Schlachtfeld. Ah, das tut gut. Endlich wertschätzt man mal eine meiner blutigen Schlachtfeldworte. Wir verlieren Zeit. Nichts wie hin. Ich stimme zu. Wir können weiterreden, wenn wir dort sind. Ein nicht so detektivischer Scharfsinn schließt, dass ich in den VIP-Club gehen muss. Und das ist nicht nur an dieser Einblendung unten rechts. Wo ist der VIP-Club? Gucken wir auf die Karte. Aha, ja. Ja, mein detektivischer Scharfsinn schließt, dass diese Karte überhaupt nichts nützt. Ich gehe mal da lang. Bereit! Das Ende ist ja, das Ende ist nah, Junge. Soldaten der Menschenallianz für ihre Leistungen beim Zurückschlagen von Sarens. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Jetzt weiß ich es wieder. Vielleicht, weil da VIP only steht, aber ich weiß es wieder. Morgen. Was wollen Sie hier? Ja, ich weiß, ich komme da nicht rein. Außer ich sag das hier. Mir wurde gesagt, im Vergleich hierzu wäre der Rest des Afterlife gar nichts. Muss ein kluger Kopf gewesen sein. Wer war's? Yarut. Gehen Sie rein. Kleiner Tipp, wenn Sie einen Streit anfangen, tun wir Ihnen weh. Werden Sie angegriffen, können Sie sich natürlich wehren. Wenn wir einen Streit anfangen, tun Sie mir also weh. Oh nein, vor ein paar Turianern habe ich auch richtiges Muffensausen. Wo ist meine Panzerung? Ich darf nicht mal meine Panzerung mitnehmen. Sie müssen allein reingehen. Maurice wird Sie beobachten. Wie jedes Raubtier ist sie vorsichtig. Sie müssen ihr Interesse wecken, damit sie sich ihnen nähert. Wenn sie ihr direkt gegenüberstehen, sorgen sie subtil dafür, dass sie sie in ihr Apartment einlädt. Ich folge ihnen unauffällig. Und wenn sie allein sind, schnappt die Falle zu. Hören Sie, bis zu meiner Ankunft schweben sie in großer Gefahr. Sie wird Schreckliches für sie vorbereiten. Und wenn sie nicht aufpassen, werden sie das sogar wollen. Ui, Mai, jetzt bin ich aber motiviert, da reinzugehen. Was haben wir herausgefunden? Okay, was haben wir noch über Maurice erfahren, das uns weiterhelfen könnte? Laut Nevs Tagebuch tanzt Maurice gern, wenn sie eine Droge namens Halex konsumiert hat. Nevs Tagebuch erwähnt ein Video mit dem Titel Vienya. Es scheint irgendetwas mit glamourösen Frauen zu tun zu haben. Tja, Shepard, mehr wissen wir nicht. Gut, dann werde ich mal mein Sexappeal spielen lassen. Dann los, fangen wir an. Shepard, wir haben nur diese eine Chance. Ein Fehler. Und Maurice ist weg. Ja. Wenn Sie nicht ganz sicher sind, sprechen Sie mich noch einmal an. Ich werde hier warten. Und Shepard? Danke. Ich teile diese Bürde sonst mit niemandem. Aber Sie sind der Einzige, bei dem ich mir das überhaupt vorstellen kann. Tja, also Shepards unglaublich schönes Gesicht, bei dem mir die Zeiger ein wenig ausgerutscht sind. Und mein unglaublicher Sexappeal werden sie schon aus dem Versteck locken. Hey, Dude! Hey, wissen Sie vielleicht, wo es Tickets für Expel 10 gibt? Dieser unglaubliche Asari hat gesagt, das wäre ihre Lieblingsband. Ich will einfach nur das, was sie will. Ich brauche diese Tickets. Das Konzert von Expel 10 ist schon morgen. Was für eine Musik machen die? Sie sind eine sensorische Band. Das heißt, sie kriechen in dich rein, damit du alles Mögliche empfindest. Und die Asari steht so drauf, dass es nicht mehr feierlich ist. Das wäre ein Treffer in einer ganz anderen Liga, verstehen Sie? Sie müssen mir helfen. Ich habe leider keine Tickets, aber danke für die Info. Ich habe keine Tickets.
Wenn Sie welche besorgen können, lasse ich was springen. Wenn ich es richtig anstelle, dann kriege ich es jetzt hin, dass einem Turianer in die Eier getreten wird. Sei doch nicht so. Ich habe Credits. Wir könnten zu mir gehen. Ich hab's gern einfach. Zieh Leine, Arschloch. Ich bin Tänzerin, keine Nutte. Du hast ein großes Mundwerk. Das würde ich zu gern mal in Aktion sehen. Ich gehe jetzt. Gute Idee. Lassen Sie mich und mein Baby allein. Bam! Danke. Für nichts. Entschuldigung, aber das musste ich einmal sehen. In die Eier. So, was kann ich jetzt hier machen? Das gefällt mir. Wo ist hier die Bar? Ich kann mir noch einen zwischengehen. Oh mein Gott, kann die gut tanzen? Uiuiui. Könnte man eine ganze Folge mitdrehen. BioWare und tanzen, das ist sowieso eher was. Naja. Was ich, darf sein? Ich schmeiß eine Runde. Gratis Drinks für alle. Auf mich. Im Ernst? Es sind heute Abend eine Menge Leute hier. Das wird nicht billig. Sie haben recht. Ist vielleicht nicht die beste Idee. Hey! Also, was kann ich für Sie tun? Blablabla, ich will für alle, ja. Es sind heute Abend eine Menge Leute hier. Das wird nicht billig. Ich hab's gesagt. Gehen wir's an. Alle mal herhören. Die nächste Runde geht auf diesen feinen Gentleman hier. So macht man sich beliebt. Und kriegt Vorbildpunkte. Sehr schön. Oh, Sie sind immer noch hier. So, was mach ich denn jetzt? Ich bin zum Tanzen hier. Was sind das für beide, für Gentlemen? Heute ist ideales Jagdwetter. Wir überfallen Sie in der Gasse. Solange Sie nicht für Aria arbeiten, ist alles in Ordnung. Wir müssen genug Credits zusammenbringen, um Hink nicht ständig an den Hacken zu haben. Hey, was glotzen Sie so? Ich will, dass Sie von hier verschwinden. Hey, wir müssen den Mann bezahlen. Wir arbeiten für Hink. Haben Sie gehört? Und? Was halten Sie jetzt von uns? Ich helfe Ihnen. Ich könnte Ihnen genug Credits geben, um Ihren Boss zufriedenzustellen. Dann gehen Sie und kommen nicht mehr zurück. Und niemand wird verletzt. Hört sich gut an. Gehen wir. Mein Name ist Morin. Ich habe Sie beobachtet. Sie sind die interessanteste Person in dem ganzen Laden. Ich habe da drüben im Schatten ein Separé. Wollen Sie sich nicht zu mir setzen? Die ist aber leicht zu beeindrucken. An manchen Abenden komme ich her und finde keine einzige interessante Person, mit der ich reden kann. An anderen Abenden ist es nur eine einzige. Heute Abend sind Sie es. Woran liegt das wohl? Okay, ich werde jetzt einfach mal meinen Schaum spielen lassen. Sie und ich wollen die gleichen Dinge. Ach ja? Okay, jetzt muss ich ganz geschickt meine Themen auswählen. Musik. Was halten Sie von der Musik hier? Dunkle Rhythmen, ein harter Beat. Das weckt in mir irgendwas Primitives. Und bei Ihnen? Ich habe da eine Information. Mich interessiert eine Band besonders, die sich Expel-10 nennt. Die dringen in meinen Kopf ein und reißen dort alles in Fetzen. Sie geben bald ein Konzert. Vielleicht sollten wir zusammen hingehen. Man kann sich in der Musik hier verlieren. Es gibt Methoden, die das noch verstärken. Verstehen Sie? Etwas, das in deinen Kopf eindringt und alles zerfetzt. Da gibt es noch was anderes. Ach ja, man nennt es Kugel. Was halten Sie von Hanax? Es gleitet durch meine Seele. Wir haben wohl tatsächlich gemeinsame Interessen. Tja, als ob ich mich nicht informiert habe. Kennen Sie sich mit Kunst aus? Sie spricht die dunkelsten Ecken in meinem Inneren an. Was ist mit Ihnen? Verdammt! Wieso kann ich nicht sagen, welchen Künstler ich... Ach, fuck! Ich mache einfach das hier. Manche Werke berühren mich durchaus. Was berührt Sie wirklich? Verdammt, warum habe ich nicht genug Abhängigkeitspunkte? Das wird schwer. Ein Bild von Ihnen würde mich mit Sicherheit berühren. Oh, wirklich nett, dass Sie das sagen. Es gibt viele Formen von Kunst. Ich habe Videos gesehen, die viel stärker waren als so manche Skulptur in einer Galerie. Hier, Dingens, Vanya. Kennen Sie Vanya? Mein Lieblingsvideo. Die beiden Schauspielerinnen darin sind überaus glamourös. Ich muss es sehen. Vielleicht sollten wir das gemeinsam tun. Glamourös. Entschuldigung. Ich bin durch die ganze Galaxie gereist. Reisen verändert einen, nicht wahr?
Wirkliches Reisen bedeutet auch, sich an Orte voller Gefahren zu begeben. Wo man Dinge sieht und tun kann, die sich die meisten nicht mal vorstellen können. Ja. Wenn ich reise, treibt es mich an dunkle, gefährliche Orte. Orte voller Gewalt? Gewalt ist die deutlichste Ausdrucksform von Macht. Soll ich mal verraten, was das Geheimnis meines natürlichen Charmes ist? Ich nehme immer die Antwort unten links. Gewalt ist nur Mittel zum Zweck. Und dieser Zweck ist die Macht. Wollen wir nicht woanders hingehen? Mein Apartment ist ganz in der Nähe und ich will mit Ihnen alleine sein. Tja, unten links ist immer richtig. Kopfhörer zur Richtung.